Hallo und herzlich willkommen zu den E-Auto News, dein täglicher Nachrichtenüberblick zur Elektromobilität mit Insights aus meinem Leben als Elektroautofahrer. Vor kurzem hatten wir uns schon die ersten Unfallbilder vom Model 3 angeschaut. Heute habe ich ein Video gefunden, in dem gezeigt wird, wie es richtig geht, nämlich wie das Model 3 sich im Schnee verhält. Dann habe ich eine sehr skurrile Information, Idee, Gedankenansatz von BMW zum Thema Reichweitenverlängerung gefunden. Und es gibt gute Nachrichten zum Thema Ladeinfrastruktur. Es gibt einen Mitbewerber, der die ganze Branche aufmischen könnte. Ich zeige euch wer. Also, kommt mit zu den E-Auto-News. Herzlich willkommen zu den E-Auto-News. Fangen wir gleich mit einem Thema an, was, ich glaube, so leidenschaftlich diskutiert worden ist in den letzten Monaten wie kein anderes Thema. Nämlich, dass das Tesla Model S und X der neuesten Generation, also das Facelift-Modell, keinen Regensensor mehr hat. Das ist, glaube ich, das Feature, was sich die meisten gewünscht haben. Nicht, weil es jetzt so extrem wichtig ist, sondern weil es überraschend ist, dass es bei diesem Auto in der Preisklasse nicht vorhanden ist. Ich habe im Forum einige Berichte gelesen, in denen User gesagt haben, dass sie, nur weil dieses Feature nicht vorhanden ist, einen Tesla nicht gekauft haben. Insofern freuen wir uns natürlich alle riesig, dass heute endlich das Update gekommen ist, mit dem diese Funktion jetzt beim Tesla Model S und X integriert worden ist. Vielleicht ganz kurz zu dem Hintergrund, warum ist das überhaupt so schwierig? Warum gibt es diese Funktion nicht? Also es gab ja den Autopilot Nummer 1, der in den Vor-Facelift-Modellen und ganz wenigen Facelift-Modellen verbaut worden ist. Dieser ist zusammen entwickelt worden mit der Firma Mobileye. Tesla und Mobileye haben sich dann vor einiger Zeit getrennt. Und ab diesem Zeitpunkt ist der Regensensor als Sensor nicht mehr im Auto verbaut worden. Das heißt, hier sollte über die Intelligenz der Kameras und der Rechenkapazität ein Regensensor über diesen Weg ersetzt werden. Und das war wohl deutlich schwieriger, als Tesla sich das vorgestellt hat. Das hat dann dazu geführt, dass mittlerweile ja über ein Jahr diese Funktion immer wieder mal angekündigt, aber nie wirklich geliefert wurde. Das ist der Hintergrund. Wie diese Funktion einzustellen ist, wie das mit dem Update geklappt hat oder klappen würde, habe ich auch noch in einem anderen Video ganz kurz dargestellt. Ich habe leider heute auch, als ich das Video drehen konnte, keinen Regen gehabt. Ich war auch allein, insofern konnte ich nicht irgendwas über die Scheibe kippen, was regenähnlich war. Ich werde natürlich bei den nächsten Fahrten, wo ich Regen habe, das dann nochmal testen und gegebenenfalls kommentieren. Ja, also insofern freuen wir uns, dass dieses Feature da ist und jetzt endlich das Model S und X einen Regensensor bekommt. Dieses Update zeigt auch ganz deutlich, dass selbst in dem, sagen wir mal, Hardware-Bereich Verbesserungen möglich sind, die man sonst so nicht erwarten würde, durch diese über WLAN Over-the-Air-Updates, die Tesla anbietet. Also ein sehr interessantes Konzept und insofern freue ich mich, dass ich jetzt endlich einen Regensensor habe, so wie in unserem BMW i3 auch und in vielen anderen Autos, die ich gefahren habe, ich auch hatte. Bleiben wir gleich bei Tesla. Ich hatte vor kurzem euch schon die ersten Unfallbilder von Tesla Model 3 aus dem Winterbetrieb gezeigt. Jetzt habe ich hier ein Video und Artikel bei Tesla Rati gefunden, wo erste ausgiebige Tests mit den Allwetterreifen vom Tesla Model 3 gemacht worden sind. Und ich werde euch das Video in die Beschreibungsbox unter dem Video wieder reinpacken. Schaut danach, schaut euch das Video an. Es ist interessant, es ist wirklich gut getestet, wie sich das Model 3 im Schnee verhält. Und hier haben wir ja das Hinterrad Model 3, also kein Allrad Model 3 und dementsprechend eine interessante Übersicht, ein interessanter Praxistest für euch. Kommen wir weg aus der Ecke der etablierten Elektroauto-Hersteller hin zu Alfa Romeo. Alfa Romeo geht jetzt auch die Elektrifizierung an. Das finde ich insofern interessant, weil Alfa Romeo ja so die sportlichen Gene seiner Marke kultiviert und genauso wie Porsche, Audi, BMW Schwierigkeiten hat mit dieser lautlosen, direkten Beschleunigung von Elektroautos
in Kombination mit dem gewohnten röhrenden Motorsound und den anderen Beschleunigungen bei Sportwagen. Dementsprechend sind sie ja auch nicht ganz so deutlich der Elektromobilität verpflichtet, sondern gehen jetzt erstmal die Elektrifizierung mit Hybridautos an. Es soll hier in den nächsten Jahren dann nur mit der 48-Volt-Technik gearbeitet werden. Vielleicht erinnert euch dran, ich hatte da zum Thema Bosch ein Interview von elektrif.net für euch rausgesucht, wo es darum ging, dass andere Autohersteller oder Startups, wer auch immer, diese 48-Volt-Technik von Bosch nutzen können. Wer weiß, vielleicht ist das hier sogar mit drin. Auf jeden Fall ist es ein Schritt in die richtige Richtung, auch wenn natürlich das Thema Hybrid sehr leidenschaftlich diskutiert wird, wie ihr wahrscheinlich in dem Video vor kurzem gesehen habt, wo ich doch ja, sehr viel über Hybrids erzählt habe. Dann habe ich eine richtig skurrile Idee gefunden. Ihr werdet lachen, ich habe sie selber auch gehabt. Und zwar geht es darum, wie man die Reichweite von Elektroautos verlängern könnte. Und die Idee ist, dass man einen Batterieanhänger hinter sich herzieht, der dann das Auto mit Energie versorgt. Und tatsächlich ist wohl, bevor BMW dann 2010 mit dem Bau der konkreten Entwicklung des BMW i3 begonnen hat, eine umfangreiche Studie, Marktanalyse gemacht worden, und dort gab es tatsächlich diese Ansätze, die dann allerdings im Sande verlaufen sind. Schade, muss ich sagen, denn das hätte ja dazu geführt, dass es endlich mal ein Elektroauto mit Anhängerkupplung gibt, auch wenn es nur darum ging, einen Anhänger mit zusätzlichen Akkus hinter sich herzuziehen. Ich finde das Konzept nach wie vor durchaus witzig, und mit den entsprechenden Akkus und den entsprechenden Anhängern denke ich, dass man da doch einiges machen kann. Denn der Vorteil ist natürlich, dass man den Anhänger dann nur mitnimmt, wenn man wirklich die Reichweite braucht, und ansonsten zu Hause lässt und vielleicht auch obendrauf noch einen gewissen zusätzlichen Stauraum hat. Ja, soweit zu dieser skurrilen Idee. Ich fand es witzig, dass das also tatsächlich mal diskutiert worden ist. Und dementsprechend wollte ich euch das nicht vorenthalten. Kommen wir von innovativen Ideen bei BMW zu Linkin Park. Was will Dirk mit Linkin Park? Ist Linkin Park nicht diese Band? Genau. Linkin Park ist diese Rockband, die richtig gute Musik macht, wenn man ihre Fans fragt. Andere sind vielleicht anderer Meinung. Aber nichtsdestotrotz hat Mercedes-AMG diese Band verpflichtet, den Motorensound zu entwickeln für ihre Elektroautos. Das finde ich richtig witzig. Deswegen habe ich euch den Link hier rausgesucht. Also bei Mercedes-AMG können wir davon ausgehen, dass wir richtig heiße Musik bekommen, wenn dann die Elektromotoren starten. Und insofern ein interessanter Link für euch, um über etwas zu lachen. Ein weiteres interessantes Thema, was ich noch gefunden habe, ist, dass jetzt auch die Chinesen auf den deutschen Schnelllademarkt drängen. Also das heißt, ein chinesisches Unternehmen, und zwar das Unternehmen Xcharge, ist bereits in China natürlich vertreten und sorgt dort mit den entsprechenden Ladesäulen für die schnelle Ladung von Elektroautos. Und jetzt gibt es erste Gespräche mit BMW und dem Tankstellenbetreiber Total, um hier dann auch in Deutschland Ladesäulen aufzubauen. Und was ist das Interessante bei der Schnellladesäule? Die Schnellladesäule aus China gibt es für 5.000 Euro pro Säule. Und das ist ein wirklich geringer Wert. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was normalerweise so eine Schnellladesäule kostet. Meinen Informationen zufolge ist das ungefähr ein Drittel des üblichen Wertes. Ich habe bisher immer so 15.000, 20.000 gehört, zuzüglich dann der ganzen Kosten für Fundament, Anschluss und so weiter. Hier geht es ja wirklich nur um die Säule. Und dementsprechend also ein Kampfpreis, der zum einen natürlich dazu führen wird, dass der Markt richtig durchgemischt wird, auf der anderen Seite dazu führen wird, dass es deutlich mehr Schnellladestationen gibt, weil sich einfach mehr Leute jetzt eine
leisten können, beziehungsweise sich für die Unternehmen, die Schnelllader sollen schneller rechnen, denn dort müssen natürlich die Investitionen erstmal durch die Nutzung, also sprich durch uns, durch den Nutzer, wieder hereingebracht werden. Je günstiger die Schnellladestation ist, also die Hardware, desto interessanter das Investment. Also auch wieder ein deutliches Signal für den Ausbau der Schnelllade-Infrastruktur. Und hier zeigt zum Beispiel auch der Flughafen Stuttgart, dass er an einem Ausbau der Schnellladeinfrastruktur interessiert ist. Und gerade vor kurzem hatte ich wieder eine Diskussion im Tesla-Freunde-Forum mit Tesla-Fahrern, die manchmal so ein bisschen Schwierigkeiten haben, auch außerhalb des Supercharger-Netzwerks zu denken und dann gesagt haben, ja, wo soll man dann die Autos außerhalb des Supercharger-Netzwerks laden? Es gibt ja gar keine Schnellladeinfrastruktur. Da hatten wir über den Jaguar I-Pace gesprochen, weil der nämlich genauso schnell wie der Tesla mit 120 kW laden kann. Und so ist hier also auch beim Flughafen Stuttgart, ne, Stuttgart, Flughafen, Schnelllader mit 150 kW geplant. Heißt, das Ultra, Super, Hyper, wie auch immer, Schnellladenetz mit Ladeleistung über 50 kW wird weiter ausgebaut, sodass dann auch in Zukunft andere Autos als Tesla an den Schnellladern außerhalb der Supercharger-Netzwerks geladen werden können. Und hier am Stuttgarter Flughafen haben wir gleich 33 neue Ladepunkte. Das finde ich sehr praktisch, denn zum Beispiel bei uns ist es so, vor kurzem wurde auch in Hamburg Ähnliches gemacht, da sind auch einige Schnellladestationen aufgebaut worden. Bisher war es für uns im Winter nicht möglich, mit dem BMW i3 von Kiel nach Hamburg und zurück ohne Laden zu fahren, sodass, wenn ich zum Beispiel nach Amerika fliege, ich fliege öfter im Jahr nach Amerika, meine Frau mich immer mit dem Tesla zum Flughafen fahren musste und nicht mit dem i3 fahren konnte. Jetzt mit der Schnellladestation am Hamburger Flughafen hat sich das für uns natürlich komplett geändert. Jetzt kann man genau das machen, nämlich während das Auto rumsteht, laden. Sprich, meine Frau kann mich kurz zum Flughafen, zum Flugzeug bringen. In den 10, 15 Minuten wird das Auto aufgeladen und die Ladung reicht für die Rückfahrt nach Kiel. Also wieder ein interessanter Punkt, an dem eine Schnellladestation aufgebaut wurde. Ich freue mich drüber, das ist genau die richtige Richtung, in die sich die Elektromobilität entwickeln sollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin wirklich gespannt auf die Kommentare unter dem Video. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr täglich um 18 Uhr ein neues Video zum Thema Elektromobilität bekommen wollt. Und ganz wichtig, stellt die Benachrichtigung über die Glocke ein, damit ihr die Info bekommt, wenn ein neues Video draußen ist. Ich freue mich, wenn wir uns morgen sehen. Bis dann, euer Dirk Henningsen.